Hallo und herzlich willkommen zu Veronika Seelz. Aber nein, es ist nicht Sonntag, es ist Freitag, ich weiß das. Aber ich habe beschlossen, dass ich das Wochenende Urlaub mache. Also, dass ich Samstag, Sonntag kein Seelensauber betreibe. Also machen wir den Wochenausblick für die kommende Woche einfach heute schon, weil ich ja nächste Woche sehr fleißig sein werde am Wochenende, weil ich da in St. Pölten bin. Und da ist tatsächlich auch der Samstag der einzige Portaltag nächste Woche. Und ich finde es mega, dass ich genau an dem Tag in St. Pölten bin, meinen Vortrag mache, mein Channeling mache, eine Snackpause mache und der Schorsch euch bespaßen darf. Insofern freue ich mich dann nachher auf euch, wenn du da noch ein Ticket machst. Freitag ist Einsendeschluss sozusagen. Freitag am 6. um 18 Uhr gibt es keine Tickets mehr. Also dann bitte jetzt noch eins holen, wenn du da noch dabei sein möchtest. Ein paar gibt es noch. Und ich freue mich narrisch, wenn du mitkommst, wenn du dabei bist, wenn ich dich dann auch mal kennenlernen darf. Und ich dich auch mal sehe und nicht du bloß mich. So, meine Lieben, der Schorsch hört jetzt bitte mal auf rum zum Schlecker. Schorsch, ich weiß, dass du nass bist, aber Schorsch, Schorsch, Schlecker macht dich nicht trocken. Ich mach dich jetzt dann gleich trocken. So. Wochenausblick, ja. Entschuldigung. Schauen wir mal rein, was die kommende Woche für uns bereithält. Der Märzausblick war ja schon mega und ich fand es jetzt auch nochmal schön, dass ich es nochmal genauer gekriegt habe, wie im Jahresausblick. Wenn du einen Jahresausblick sehen möchtest, den habe ich auch hochgeladen, den kannst du jederzeit anschauen. Den findest du höchstwahrscheinlich Ende Dezember. So, meine Lieben, dann gucken wir doch mal. Ich muss auch mal schauen, wann ich mal wieder live gehe. Stimmt, ich mag auch mal wieder live gehen mit euch. So, aber jetzt schauen wir mal rein, was die kommende Woche für uns bereithält. Kriege ich mal ein Bildchen für die kommende Woche? Das ist gut. Also ich kriege so ein inneres Glitzern rein, also du bist im Inneren quasi, da reift schon was heran, da kommt so, wenn es glitzert, das ist immer was Positives, auch wenn ich Glitzern nicht leiden kann, aber das ist so, da reift schon in dir was Neues ran und das wirst Ende der Woche ausspucken können. Also da kriege ich wirklich, wie du bist da gerade in so einer Phase noch, wo du noch am Wachsen bist, wo du noch am Verändern bist, wo du wirklich auch noch, das, wie gibst du dich in der Welt, wie zeigst du dich und wie denkst du über dich überhaupt und sowieso. Und ich kriege wirklich so, zum Portaltag werden wir das dann, kommt das dann raus. Also da ist gerade noch so ein inneres Sammeln da, das fügt sich gerade noch zusammen, aber du wirst es dann zum Wochenende rausholen können. Jetzt schau mal, was wir noch reinkriegen. Also da findet jetzt gerade wirklich nur Transformation statt. Seid da bitte geduldig mit euch. Das muss sein, das darf sein. Und ich habe es ja im Märzausblick reingekriegt, dass die erste Woche noch so ein bisschen wackelig ist. Bleib bitte in der Geduld. Das kommt jetzt alles aus dir raus. Also du bist richtig unterwegs, soll ich auf jeden Fall sagen. Du bist auf deinem Weg. Geh einfach weiter, das kommt. Wenn es noch ein bisschen stürmisch manchmal ist, das sammelt sich gerade, das puzzelt sich gerade zusammen. Und das wird auch entstehen. Dann schauen wir mal noch ein bisschen genauer drauf. Josh! Es hat noch was mit Reinigen tatsächlich zu tun. Inwiefern? Krieg Schützen und Reinigen die ganze Zeit rein. Ich krieg so ein bisschen, dass du über den Dingen stehen kannst, über Themen von anderen Menschen, über ja, ich krieg so dieses Drüberstehen, über Fremdenergien, über ja, wenn du mit anderen in Kontakt bist, dass dir das nichts mehr ausmacht und so weiter und so fort, da kriege ich wirklich so, du wirst die erste Woche lernen, da drüber zu stehen, dass du quasi nimmer so viel aufnimmst, die nimmer so viel reinigen musst und dich dadurch natürlich besser schützt, also dieses,
Du folgst auch nochmal mehr deiner inneren Stimme, kriege ich auch ganz arg gesagt. Und du, da kriege ich wirklich, die erste Woche ist nochmal so. Du bist schon so ein bisschen dieses über dich hinauswachsen, so langsam, aber ich krieg wirklich, sei geduldig mit dir in dieser ersten Woche. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Die erste Woche ist noch sehr transformativ. Wie gesagt, ich habe es ja im Märzausblick schon gesehen, aber ab der zweiten Woche wird es ein bisschen cooler, also tue ich da nicht ab. Und ich krieg wirklich das, was sie da schon zusammen macht, dass das quasi glitzeriger wird. Das spuckst ja dann auch schon zum Wochenende hin aus. Schauen wir mal noch ein bisschen genauer drauf. Kriege ich noch was anderes rein? Stärke, ein Eisbären. Du wirst noch mal an Stärke gewinnen, um alte Ufer wirklich endgültig zu verlassen. Das ist die erste Woche, wie gesagt, ist nur Transformation, aber das ist gut, weil das führt dazu, dass du stärker wirst. Du wirst in dieser ersten Woche, da habe ich ja die geistige Welt mit dabei, wirst du nochmal stärker gemacht, da wird das Universum auch Dinge in dein Leben schmeißen, damit du nochmal stärker wirst. Da schauen wir jetzt einmal rein, was wird denn, kommt denn von außen auf uns zu? Ich kriege auch schon so eine innere, da wo vorher vielleicht nur Ungeduld war oder so, boah, ich hab keinen Bock mehr, also ich hab keinen Bock mehr an mir rumzumarbern und rum zum Doktern. Da habe ich wirklich so, da kommt jetzt schon so ein inneres, ja, so ein bisschen Vorfreude, so ein bisschen so, ja, das ist gut für mich und ich gehe da jetzt weiter, weil ich kriege ja alles, was ich mir wünsche und überhaupt und sowieso. Also da kriege ich schon so eine Motivation rein. Also ich habe die jetzt in der Woche, auch wenn die noch so ein bisschen tricky ist, habe ich die trotzdem schon so motiviert. So, ja, komm her, Herausforderung. Also ich liebe Herausforderungen mäßig. Also wirklich so, ja, komm, schmeißt's mal her, damit ich wachsen kann. Also da hast du auch mit diesen wachsen müssen Frieden geschlossen, sag ich jetzt mal, mit diesem Entwickeln, mit diesem Entfalten, da bist du so wirklich so, ja, ich will das ja, her damit. Also da kriege ich wirklich, das ist mega cool, dass du da jetzt schon so entspannt an diese Lernaufgaben auch rangehen kannst. Ist wirklich supi. Also ich krieg da du wirst die Woche so dermaßen gestärkt, das ist der Wahnsinn. Und das Schöne ist auch, du tust Lernaufgaben nicht mehr oh blöd, sondern du tust da wirklich so, ja geil, komm her. Also das ist nichts Negatives mehr in deinem Blickwinkel, sondern das ist wirklich so, aus den Lernaufgaben mache ich was Positives, aus das Positive nehme ich einfach oh. Also ich habe dich da sehr motiviert die kommende Woche. Es können nochmal Herausforderungen kommen, ist aber auch völlig in Ordnung. Aber ich krieg wirklich, es dient alles deiner Stärke. Also wenn es nochmal ein bisschen wackelig wird, vergiss das nicht, vergiss meine Worte nicht, das dient nur, damit du stärker wirst. So. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die einzelnen Wochentage an. Der Montag hat was für uns bereit. Ich weiß, dass heute Freitag ist, Freunde. Montag würde ich aber gern sehen. Samstag, Sonntag habe ich schon geschaut. Montag kriege ich die Landkarte. Acht am Montag mal auf Zeichen, weil ich krieg so rei so, du schaust nochmal so, wo will ich nochmal hinlaufen, wo geht's für mich hier? Also du schaust nochmal so, bin ich da jetzt richtig auf dem Weg und laufe ich noch da Richtung Schatztruhe, kriege ich das tatsächlich wieder rein? Du vergewisserst dich bei deinem Innersten, dass du richtig läufst, Freunde. Und das ist richtig cool. Du suchst quasi die Sicherheit, den Halt nicht mehr im Außen, sondern du fragst nach innen, bin ich noch auf dem Kurs? Und schaust dann nochmal, okay, ich laufe richtig, packst das Ding wieder weg und alles gut. Also heißt auf gut Deutsch, du gibst dir selber Sicherheit, du gibst dir selber Zuversicht, da kriege ich Sicherheit rein, da kriege ich wirklich so dieses, du fragst nicht mehr oder du suchst nicht mehr nach irgendwas im Außen, sondern du weißt, dass alles in dir ist. Ich kriege auch die 11.11 gerade gesagt, was auch das symbolisiert irgendwo, eben dieses, es ist alles in mir und ich hole mir das jetzt raus und wenn ich frage einfach bei mir nach und wenn dann irgendwie was ist, dann kann ich nachschauen und also da habe ich die ganz voll Sicherheit herinnen und ganz voll,
Ich kann ja bei mir selber nachschauen, ob es passt oder nicht. Und ich krieg gleich, du bist auf dem Kurs. Also muss ich jetzt nochmal sagen. Aber das Schöne ist eben, du vergewisserst dich bei dir. Und nicht im Außen. So. Dienstag, also Montag, wie gesagt, wenn du da ein bisschen schwankelig bist, frag dein Innerstes. Schau auf deinen Kurs. Und vor allem schau auch da hin, wo du hinlaufen möchtest. Das ist auch nochmal. Für die, wo das jetzt noch nicht so gut hinkriegen. Aber da ich es so reinkrieg, dass du das hinkriegst, dass du auch sehr auf das fokussiert bist, wo du hinläufst, supi. Dienstag. Kriege ich dich wieder sehr geduldig rein, haben wir wieder das Hollandfahrrad, wo du drauf sitzt, fährst mir zuwinkst. Das hatten wir die Woche auch schon mal. Ja, und das ist das, mit einer Hand soll man nicht fahren. Beide Hände am Steuer. Weil da waren jetzt so kleine Steine gekommen und da bist du drüber und du warst bald vom Radl gefallen, weil du mit der anderen Hand quasi mir zugewinkt hast. Jetzt wird es ein Mountainbike. Du hast da Handschuhe an. Handschuhe stehen zum einen. Natürlich für Schutz und zum anderen auch für das kreative Potenzial. Bei dem Mountainbike packst du beide Lenker. Und ich krieg dir auch sehr, du schaust, wo du hinfährst, du schaust auch, wie schnell du fährst, da haben wir noch so ein kleiner Tacho. Du schaust, dass du da auch die Waage hältst quasi. Also ich krieg dich da sehr so, jetzt kann ich auch über so kleine Herausforderungen besser drüber fahren, weil der Mountainbike hat ja dickere Reifen wie ein Hollandradl. Also das wird mir auch ganz arg gesagt. Du bist da wirklich, also Dienstag geht es so drum, du schützt dich besser und du entfaltest nochmal mehr kreatives Potenzial, was mir einfach sagt, passt. Können wir so stehen lassen. Also hast auf gut Deutsch gesagt, du wirst kreativer, was deine Bestellungen ans Universum angeht, deine Wünsche angeht. Du bist nochmal fokussierter, du achtest auf dein Tempo, du bist da einfach nochmal, du passt noch besser auf dich auf und das ist supi. Und du gleichzeitig kreierst was Neues. So, Mittwoch. Hey, Obstschalen. Da waren jetzt zuerst Zitronen, jetzt sind Orangen drin. Also mit den Zitrusfrüchten habe ich es scheinbar, obwohl ich die gar nicht so gern mag. Und jetzt sind die Orangen geschält. Was soll mir das sagen, Freunde? Ein bisschen genauer. Du isst die Dinger? Okay. Du sagst jetzt gerade so, ohne die Schale schmecken die ja auch viel besser, weil die ist ja bitter, die Schale. Und du holst da quasi nicht mehr das. Also da kriege ich wirklich, da wird Mittwoch kommt eine Veränderung rein im Sinne von, du erleibst dir nur noch ein, was auch wirklich süßlich schmeckt, was dir Spaß macht. Da kriege ich nochmal so die bittere Schalen, die da mal weg. Also da kriege ich nochmal ein besseres dich selber nähren, jetzt im Sinne von. Hier, Verstand, ne, innere Kommunikation, dass du das Bittere da jetzt einfach mal weglässt und dass du dir da selber besser tust, dass du da freundlicher zu dir bist, dass du da wirst in der inneren Kommunikation was hinkriegen, was du bislang nicht hingekriegt hast und wirklich so, ja, das Bittere weglässt. Also, so, das Bittere ist im Grunde so. Ja, Gedanken und wo die einfach schlecht machen. Gedanken, die wo. Ja, da wirst nochmal Gedanken loswerden, sozusagen, die wo du vielleicht bislang noch gedacht hast über dich. Da kriegen wir wieder was gewuppt. Und jeder weiß, wie im Innen so im Außen. Wenn du im Innen dir Süßeres einverleibst, dann kriegst du natürlich auch im Außen Süßeres. So, Mittwoch haben wir quasi innere Kommunikation, das Bittere weglassen. Entschuldigung. Donnerstag, also was ich für Mittwoch auch so ein bisschen reinkriege, also so dieses, ja, so ist besser, also da kriege ich wirklich auch so dieses, Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal zurückswitchen muss, aber
Ich krieg auch so, hey, so fühle ich mich auch viel besser. Und das ist natürlich auch, wenn du dich besser fühlst, wieder, weil du irgendeinen Scheiß weglässt, der einfach dir nicht gut tut, dann ist das natürlich supi. Donnerstag, Batman. Entschuldigung. Ich krieg einen Batman, den haben wir auch schon lange wünschen. Was soll mir das sagen? Er fährt jetzt da auf seinem komischen Motorradl rum. Ich krieg Hell 3. Krieg es noch. Donnerstag krieg ich wirklich so eine Energie von. Also da krieg ich so hält der Stadt irgendwie rein. Also da kriege ich also so dieses sichtbar werden wird man auch die ganze Zeit. Also du stehst da oben, da, wo der quasi den Scheinwerfer hat mit dem Batman-Logo, und du stehst da oben und bist so der Held und schaust quasi so und bist da sicher, dass die Menschen das Batman-Zeichen sehen, und wenn die die brauchen, dann holen die dich auch. Also ich krieg's ein bisschen Held der Stadt, aber ich krieg mehr noch rein diese Sichtbarkeit, dass du sichtbarer wirst, dass du quasi die da nicht irgendwie wie der Batman das so unter Maske machst, sondern dass du da wirklich rausgehst, dass du die zeigst, dass du einfach sagst, hey, da bin ich, und ja, da wirst du nochmal dich sichtbarer machen, damit die Menschen dich auch in der Dunkelheit finden. Da jetzt mal so interpretieren, deuten. Weil ich habe ganz stark dieses Batman-Logo da, was die da in den Himmel rauf gemacht haben. Und da bist du dir sicher, dass die Leute dich finden. Dass die quasi dann schon sie bei dir melden. Also da habe ich jetzt keinerlei, wie soll ich sagen? Die sehen die nicht oder die finden die nicht. Nein, dein Scheinwerfer ist auch mit deinem Logo. So. Finde ich ganz witzig, weil ich habe da vor kurzem auch so ein Wasserzeichen mein Logo hingemacht. Damit das noch bekannter wird. So. Freitag. Na, jetzt haben wir aber hier Comic vom Feinsten. Kriege ich nämlich einen Robin dazu, zum Batman. Was soll man das Lustige jetzt wieder sagen? Ja, ich hab's schon kapiert. hab jetzt zweimal nachgefragt, deswegen sind wir nicht. Am Freitag achte mal auf ein Seelentier oder einen Seelenfreund, je nachdem, was du da davon in deinem Leben hast. Da kriege ich wirklich so Acht auf also bei mir ist ja der Schorsch, das bin ja so ich auf vier Pfoten. Und da wollte ich auch mal ein Video machen, wie man das so rausfinden kann, was einem sein Tierchen sagt. Weil ich krieg so wirklich Achte auf das, was dein bester Freund dir zeigt. Und das kann, wie gesagt, auch ein Hund sein, das kann ein Seelentier sein, das kann ein Seelenkind sein, das kann ein Seelenmensch sein. Also da bitte dann mal schauen, was dir der so zeigt. Da wirst du irgendwas lernen können von dem. Oder der zeigt einfach nochmal eine neue Verhaltensweise, wo du sagst, ja cool, habe ich da jetzt scheinbar schon wieder was ablösen können. Also das da bitte am Freitag bitte auf einen Seelenfreund achten, der mit dir so gemeinsam den Weg tut. Das ist auch das, was ich reinkriege. Da ist irgendwer, der tut mit dir gemeinsam den Weg, und auf den sollst du mal am Freitag gucken. Und ich kriege tatsächlich eine positive Erkenntnis rein. Also sprich, so wie ich es gerade gesagt habe, dass du erkennst, dass sich der anders verhält, als er es vielleicht früher gemacht hat. Und dass du da jetzt so, aha, habe ich wieder was hingekriegt. Also da kriege ich so eine positive Erkenntnis rein. Es gefällt mir. Vor allem, weil ich am Freitag unterwegs bin nach Österreich. So. Samstag, Freunde. Portaltag. Was kommt am Samstag? Kriege ich ganz voll Vogelgezwitscher. Vogelgezwitscher, ich krieg die Vogel-Lennemar-Karten noch rein, die ja auch für Kommunikation steht. Acht am Sonntag, also am Sonntag, am Samstag. Sehr kommunikativ, sehr, sehr, sehr
Hör dir aber selber zu, wenn du redst. Also da kriege ich also dieses so. Ich krieg ganz voll reden rein. Das machen bitte auch, aber hör da selber dabei zu. Was gibt's denn da am Samstag für uns? Beobachten kriege ich auch. Also, ob du jetzt selber sehr viel sprechen wirst, ob du mit anderen sehr viel sprechen wirst, wie auch immer, aber beobachte die Kommunikation am Samstag. Rede war grinsenderweise, ja? Ich krieg dir also ein bisschen erstaunt ein, also ein bisschen, was kommt denn da? Also so ein bisschen erstaunt, so ein bisschen, aha, so verblüfft erstaunt, so, wow, was ist jetzt das alles? Also da kriege ich die so, bisschen so checky nicht, aber nicht mehr gern, also das ist so, also ein bisschen eine richtig coole Energie eigentlich. Dann gucken wir mal Sonntag. Autoscooter. Steigst aus dem Autoscooter aus? Da steigst du aus dem Autoscooter aus und sagst so, oh, ich mag auch noch Riesenrad fahren und dann hole ich mir noch eine Zuckerwatte und dann machen wir noch das und dann machen wir noch das. Also da kriege ich wieder so Vielseitigkeit rein. Da, wo du vorher vielleicht bloß Autoscooter gefahren bist in deinem Leben, sprich, eine Sache immer und immer wieder gleich gemacht hast, da bringst dann am Sonntag wirklich so Veränderung rein im Sinne von, ich mag mir das auch noch anschauen und das mag ich mir auch noch anschauen. Also da öffnest dich wieder mehr Möglichkeiten, da, ja, da erlaubst du dir auch wieder mehr Möglichkeiten, was quasi im Leben so geschehen kann, was passieren kann. Und du machst quasi den ersten Schritt dahin, dass du da jetzt auch fährst irgendwie im Kreis zum Fahren, sondern du, ja, du entdeckst da so ein bisschen so die Welt, dich, das Leben. Also da kriege ich wirklich so eine ganz schöne Energie rein von so, ja, so ein kleines süßes Kind, das war so, oh, das möchte ich auch machen und das machen wir und das machen wir. Sehr motiviert, sehr, wie soll ich sagen, ja, neue Möglichkeiten entdecken für Sonntag. Da wirst du Neues entdecken, da wirst du Neues ausprobieren, da kriegen wir wirklich nochmal so Vielseitigkeit rein. Das freut mich sehr, meine Lieben. Ins Berufliche und in die Liebe gucke ich jetzt nicht. Das habe ich im Monatsausblick gemacht, das möchte ich auch so stehen lassen. Kriegen wir noch eine Überschrift für die kommende Woche? Eine Wachstumswoche wieder. Gar nicht. Alle 2 Wochen eine Wachstumswoche machen. Irgendwas fällt mir schon. Ey, ich krieg noch einen Hype mit dazu. Also jetzt haben wir dann Marble bald komplett. Ach so, die Stärke. Die Woche wird dich stärken. Vielleicht nenne ich das so. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Wie gesagt, St. Pölten heute Morgen in einer Woche. Am 7. dann am 19. März bin ich dann auch schon in München. Da bitte unter www.seelensprecher.de gucken oder auf meiner Homepage ist das alles verlinkt. Dann bin ich am 16. in Neuhof an der Zenn, am 29. August in Schweiz in Weggis, ist in Luzern. So, persönliche Readings wie immer unter www.seelenzauber.info. Merchandise, tob dich bitte aus. Du darfst da ein T-Shirt von mir kaufen und das ausführen und dann sage ich Dankeschön. Gibt es natürlich auch via Postversand, genauso wie die Geschenkgutscheine. Meine Lieben, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen, fürs Teilen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren und überhaupt und sowieso. Danke, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!